Vielen Dank. Ein Traumprogramm heute für Sie. Ein Traumprogramm heute für Sie. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, heute Abend bei uns. Heute Abend ein Traumprogramm, ein Topgast, eine unserer jungen, erfolgreichen Schriftstellerinnen. Dann die Frage, was ist los? Warum werden bei Wer wird Millionär die besten Szenen nicht gezeigt? Gestern Abend auch, wir sehen diese sympathische Lehrerin in dem blauen Pullover, die ihre Mutter mit dabei hatte. Ja? 11 Millionen haben es gesehen und 12 Millionen haben mich heute angerufen und gesagt, wieso wurde eigentlich die beste Szene wieder nicht gezeigt, als Herr Jauch gesagt hat, werden Sie denn dann zur Domina? Ja. Wir haben den Beweis hier und 14 Millionen Leute haben mich am Wochenende per Fax und SMS, ich bin ein großer SMSer auf all meinen 5 Handys, ja, wenn ich nicht am Computer sitze, wird SMS geschickt. Per SMS erreicht und sagt, wo kriege ich eigentlich die Bücher von Joris Karl Rees-Mons? Und das werden wir heute klären. Joris Karl Rees-Mons, der neue Top-Autor von Sat.1, auch heute bei uns hier im Kaufbefehl. Und Sie wissen, unsere liebe Vaterstadt Köln, wir haben ein bisschen Trouble zurzeit. Ich sage nur Stichwort Müllverbrennungsanlage. Jetzt kommt es heraus. Unsere deutschen Müllverbrennungsanlagen haben überhaupt nicht genug zu tun. Zwar hat man das Gefühl, es wird rund um nur Müll produziert, aber es reicht nicht. Wir brauchen Müll aus dem Ausland. Ja? Müllverbrennungsanlage, das sagt man hier in Köln-Mühlheim gar nicht. Da heißt es Garten. Ich trenne Müll überall, auch im Auto. Links werfe ich die Dosen raus, rechts die Flaschen. Man glaubt es nicht. Man glaubt es nicht. 100.000 Tonnen Müll für unsere deutschen Müllverbrennungsanlagen kommen aus Italien. Was ist los, Italiener? Ist das Mittelmeer voll? Helmut Charlotte and the Garbage Band! Heute Abend hier bei uns, wir haben ja zurzeit hier in Köln die Lit Cologne. Ja, normal. Die Lit Cologne. Das ist ein Literaturfestival, ja, in dem sich Schriftsteller gegenseitig ihre Werke vorlesen. Nein. Also ich meine, es ist ein Unglaublich, es gibt kaum noch Karten, oder? Ja, absolut. Es ist überall ausverkauft. Du warst auch schon bei einer Veranstaltung der Lit Cologne. Gestern Abend zum Thema Fußball, oder nicht? Ja, genau, das gehört schon dazu, glaube ich. Ja, das gehört mit dazu. Und heute ist eine Schriftstellerin da. Ihr Debütroman 1998 hieß Die Königinnen. Herr Andrack war begeistert. Ja, ich fand's hochgelobt, gut. Die Presse ja. War begeistert. Und auch sie wird lesen, ich glaube, am 17. hier im Ostasiatischen Museum. Und der neue Roman heißt Mau Mau. Heute Abend bei uns Elke Nathers. Unser Klassenbuch. Leider notwendig geworden, ja, weil es immer mehr zu ungezogenen Verhaltensweisen kommt. Hier bei uns in der Show. Jetzt schon die zweite Woche. Freitag, was haben wir da gemacht? Dog Dance. Das war toll. Das war super. Doch, Freitag war Dog Dance, dann SPD-Mafia hier in Köln. Das ist jetzt Gott sei Dank erledigt. Und der Weltfrauentag. Heute ist Dienstag. Thema heute war Müllverbrennung. Dann Lit Cologne und nachher Joris Karl Rees-Mons. Hast du schon mal ein Buch von Joris Karl Rees-Mons gelesen? Ich habe noch kein Buch von. Das hier sind sie. Und das Schöne ist, danach hört man Platten von Ray Charles ganz anders, wenn man das gelesen hat, ja? Weil es ist Reklam. Hier. Das ist genau wie bei diesen Manesse-Büchern. Ja, also hier, Dünndruckausgabe und so weiter und so. Aber eine echte Sensation für die Millionen von Literaturwissenschaftlern unter Ihnen, die uns Abend für Abend sehen, um den Kontakt zum wirklichen Leben nicht zu verlieren, ja? Natürlich Alltag, aber für uns hier neu. Und wir verraten Ihnen gleich, womit es darum geht. Es ist sozusagen, wenn Sie Uelbeck gelesen haben, wie Herr Andrack,
Herr Andak hat das aktuelle Buch von Uel Beck gelesen, Plattform. Ja. Ist das gut? Ich fand es sehr amüsant. Lohnt sich das? Ja, auf jeden Fall. Natürlich, muss auch noch lesen. So, ich muss jetzt hier eintragen, Bemerkungen bisher keine. Und Namenszeichnung HS. So, das ist unser Klassenbuch. Und wie gesagt, dieser Kölner Skandal hier, wir haben festgestellt, wir haben alles im Blick. Ja, wenn wir auf das Dach hier unseres Studios steigen, dann sehen wir nicht nur unser schönes Girl, sondern wir sehen die Orte, um die es geht. Wir sehen die Müllverbrennungsanlage, wir sehen das Rathaus. Schauen Sie, das hier ist rausgeschaltet aufs Dach. Und wenn die Schlauen zu Hause jetzt sagen, wieso ist es denn hell? Wir zeichnen doch schon früher auf. Und um die zweite Frage zu beantworten, wird das denn noch bearbeitet oder ist das live? Es wird nicht bearbeitet. Wenn Pannen passieren und Fehler und schlimme Entgleisungen, bleiben alle drin. Und wenn Sie öfter schauen würden, dann wüssten Sie das. Also, das hier ist die Sat.1-Fahne, die stolz hier im Wind flattert in einer absolut angesagten, hippen Farbe. Ist das die Originalfarbe oder ist das die Folge von Umweltverschmutzung und saurem Regen? Das ist immer noch die Originalfarbe. Die Originalfarbe. Ja. So, wenn wir jetzt die Kamera gen... Welche Himmelsrichtung ist das? Gen... Gen Westen. Westen, Südwesten. Gen Südwesten richten, dann sehen... Ja, ein bisschen weiter links von der Stange. Ja. Links. Ja. Links. So, da haben wir den Dom da hinten. Da. Ja. Kann man den nicht besser sehen? Doch, den da kann man näher sehen. Ja. Ist das die Spitze des Doms? Na, die zwei Spitzen. Wenn ne, links, 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 links. Ne, runter, runter. Runter. Da. Stopp! Da. Ist wie früher beim goldenen Schuss. Ja, genau. Peter, bitte den Bolzen. Also das ist der eine Turm. Ja. Und das ist der andere Turm. Überraschend. Ja. Ja. Das ist der Kölner Dom, ja. Der aber auf der anderen Rheinseite liegt. Richtig, da muss man den Rhein sich jetzt hier dazwischen vorstellen. Ja, nicht einfach, aber machbar. Ja. So. Und neben dem Dom ist auch das Kölner Rathaus, das historische Rathaus. Richtig. Bestimmt auch. Ja, was ist das große da vorne, ein Minarett? Das ist eine Kirche hier in Mülheim. Also die ist jetzt diesseits des Rheins. Ja, diesseits des Rheines standen ihre Kirchen. Und zu dem Abendhimmel quoll der Rauch. Passt doch zur Müllverbrennungsanlage. Was ist denn das für ein Lied? Jenseits des Tales standen ihre Zelte. Ach so. Warst du nie Pfadfinder? Nee, nicht so. Ja, hab ich gesungen. Das war ein Lachen in dem ganzen Heere. Und ihre Reiterburschen lachten auch. Da kommen so Begriffe wie Marketenderin und so. Ah. Sollte man kennen, wenn man demnächst Huysmans lesen will. Gleich. Die 24 Stunden von Huysmans. Ein schlimmer Karlauer. Aber ich muss es sagen, um hier mit meinem ganz, ganz, ganz frugalen Französischwissen zu protzen. Und zwar... Die 24 Stunden von Le Mans, das wichtige Autorennen, ja? Le 24 Heures du Mans. Das Einzige, was ich jemals begriffen habe aus Le Mans, wird bei den 24 Stunden von Le Mans nicht Le 24 Heures de Le Mans, sondern du Mans. Eine schöne Überleitung, denn du Mans ist auch ein großer Verlag hier in Köln. Ja. So habe ich Französisch-Diktate geschrieben. Du Mans, du Mans, du Mans, du Mans, Le 24 Quatre du Mans, ja, das ist die 24 Kader von du Mans. Das muss in diesem Gebäude um einen großen Komplex in Köln gehen, bei diesem Diktat. So habe ich mir das zusammengebastelt. Ich habe ihn nur nach Gehör geschrieben, weil ich die Worte alle nicht kannte. Mein Todeswort im Französisch-Diktat im Abitur war le rez-de-chaussée. C'est quoi? C'est le quoi? Le rez-de-chaussée. Le rez... Le re... Keine Ahnung. Très important en France, le rez-de-chaussée, das Erdgeschoss. Das Erdgeschoss. Ich sitze im Französisch da, die Bouton de Montpassant, le rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée. Frankreich, verbündete Amerikaner, der rez-de-chaussée. War kein Fehler mehr, sondern so ein Kreuz hieß Fehlernest. Ach so. Wort nicht mehr zu erkennen. Und jetzt jedes Mal, wenn ich in Frankreich in einen Lift steige, ja, und sehe RC ganz unten, sage ich, guck mal, le rez-de-chaussée. Aber das verstehen die Spanier nicht, den Lift. So. Also, das ist so. Wie gesagt die Kirche vom Heiligen Sankt. Ach so, hier vorne, die weiß ich nicht, in Mülheim. Das sollte man mal rauskriegen.
Ja, das kriegen wir auch raus. Die nächste Umgebung. Okay. Ja. Jetzt das weiter. Das ist St. Peter. Ja, dann können wir weiter schwenken. Nach rechts. Weiter. Das ist halt so ein Haus. Achso, das ist Felten und Guillaume. Also war Felten und Guillaume. Also war Felten und Guillaume. Da zieht ja jetzt Viva ein daneben. Der große internationale Power Youth Music Konzern mit seinen Unterabteilungen, Fernsehproduktion und so weiter. Ja. Wahnsinn. Ja, da wird gerade renoviert. Was raucht da unten? Sind das Ideen? Oder? Nee, das ist. Ja. Das sind halt so Klimaanlagen, oder? Gibt es uns ja auch. Ja, oder so. Die Viva Müllverbrennungsanlage. Dieser Pfeil gefällt mir. Ist der von unserem Computer? Ja, der ist heute stundenlang gebastelt worden und ich kann ihn hier mit meiner Maus bewegen. Sensationell. Das ist Hightech. Unglaublich. Ja. Ganz, ganz toll. So, jetzt sollte man noch mal weiter nach rechts schalten. Da ist der Fernsehturm, den kann man hier hinter sehen. Ne? Schön. Hier ist die Mülheimer Brücke, da fahren wir immer jeden Morgen. Hat irgendwas von Brooklyn für mich. Ja, absolut. Oder? Deswegen wird international Köln sehr mit New York verglichen. Ja, ja. Die ist ja auch schon ziemlich alt. Die ist ja aus den 20er Jahren. Also ungefähr, naja, gut, nicht ganz die Zeit von Brooklyn. Trotzdem, die Mülheimer Brücke. Ja. Die Mülheimer Brücke. Unsere Mülheimer Brücke. So, und wenn wir jetzt dann noch weiter rumschwenken, dann gibt's hier. Na, da müssen wir dran vorbei in dem Gebäude. Das ist unser da. Das hier ist noch nicht die Müllverbrennungsanlage, aber das Heizkraftwerk Nil. Das verwechseln viele mit der Müllverbrennungsanlage. Ja, auch die Mitarbeiter nein. Das soll angeblich der höchste Turm von Köln sein. Ein Riesenschlot ist das. Und ein schöner Turm. Ja. Ein wirklich schöner Turm. Wundere mich, dass da nicht H.A. Schuld oder sowas raufgehängt hat schon. Oder zu Graffiti. Hoch. Zu hoch. Ja, zu hoch wahrscheinlich. Ja. Und so, wenn man jetzt hier weiter rechts geht, immer noch weiter rechts, 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 rechts. Oh, das hier ist Nobelturm. Ja. Und noch weiter rechts. Schön, unser Köln. Ja, ist schön. Hier. Das ist die Müllverbrennungsanlage, um die es geht. Von Firma Trinekens. Ja. Naja, oder? Das gehört die nicht der Stadt Köln? Gehört die der Firma Trinekens? Ja, hat die Firma Trinekens nicht ein bisschen mitgeholfen? Also, dass die Stadt Köln sich das leisten kann? Die Firma Steinmüller hat es gebaut. Und dann Steinmüller! Steinmüller Anlagenbau hat es gebaut. Ja. Und die Firma Trinekens betreibt es, aber es ist so alles Geld von der Stadt Köln, oder? Hundertprozentig. Unsere Steuergelder dort sinnvoll investiert. Ja. Schön eigentlich. Und toll für uns, dass wir diesen Blick drauf haben. Ja. Immer wenn wir sozusagen zweifeln oder was, gehen wir da hoch und richten den Blick darüber zur Müllverbrennungsanlage. Genau. Klein, sympathisch, nicht protzig, steht sie da und Müll verbrennt vor sich hin. Das ist der neue Roman meines heutigen Gastes hier, Mau Mau von Elkenathos. Die junge und sehr erfolgreiche Schriftstellerin wird gleich hier zu Gast sein in unserer Literatursendung. Und wir kommen zu unserer Wahlumfrage. Jetzt dachte ich gerade, ich hätte eine Psychospaltung. Schau das Buch hier. Ich habe es zweimal hier liegen. Ich habe es mitgebracht und hier lag es auch schon. Ja, praktisch. Das ist alles gelesen. Das sieht so gelesen aus. Ja, weil ich ja alles im, wie heißt das im Flugzeug? Heißt das Redundanz? Ja. Dass alles dreifach ist? Im Flugzeug ist ja alles dreifach. Echt? Ja, falls eins ausfällt, dass man zwei noch hat, um zu sagen, wie ist das? Wahrscheinlich legt man mir hier alles pflegefallartig noch mal doppelt auf sicher hin, damit er irgendwas findet. Unsere Wahlumfrage im Publikum, wem sag ich das? Bis zur Wahl jeden Tag. Heute, welche Partei würde unser Studiopublikum wählen, wenn morgen Bundestagswahl wäre? Wahlberechtigt heute 250 Zuschauerinnen und Zuschauer. Gültige Stimmen 217, Wahlbeteiligung 86,8%. CDU, CSU 22,1%. SPD 34,1%. Da ist viel Mitleid drin. Grüne. Grüne. 12,9%. FDP 24,4%. Und PDS 6,5%. Das heißt, es wird spannend. Wenn Sie das von Anfang an verfolgt haben, es heißt, für die CDU, CSU geht es doch relativ hart nach unten.
Ja. Ja. Die müssen langsam um eine Koalition betteln mit der FDP. Absolut. Die Grünen fangen an, sich zu etablieren im zweistelligen Bereich. Ja. Sehr sicher. Die FDP legt im Bereich über den 20% doch einigermaßen regelmäßig zu. Und die PDS stabilisiert sich deutlich über 6%. Ja. Alles auf Kosten der CDU, CSU. Was macht diese Partei falsch? Aber wir sind keine Interpretatoren, sondern wir sind nur die Boten, die Vermittler dieser Nachricht. Gestern Abend sitze ich zu Hause, einer von 11 Millionen Zuschauer, ja, schönes warmes Pilz in der Hand. Und was trinkst du heute? Was trinkst du heute für ein Bier? Ich trinke heute. Hast du es mit dem Rätsel für mich? So, gib mir ein Rätsel, bitte. Bitte, bitte. Hast du ein Rätsel für mich? Denk dir schnell ein Rätsel aus. Ja, okay, aber ganz einfach. Okay. Nee, nicht so einfach, ich will schwere Rätsel. Na? Mitarbeiter von RTL plus Festung. Mitarbeiter von RTL plus Festung? Mhm. Festung? Ja. Klöppelburgpilz. Ja, hinten schon nicht schlecht. Also Burg ist... Ruine Zeiler, Kölsch. Mitarbeiter von RTL? Mitarbeiter von RTL, Festung, Burg ist richtig. Bremer Burgpilz? Nee. Burg? Leitender Mitarbeiter. Leitender Mittel. Hansiburg? Ja, fast. Marburg! Marburger, genau. Marburg. Marburg. Noch mit dem schönen alten Originalverschluss, ja? Toll, noch mit dem schönen alten Originalverschluss. Ja, ne? Wie gibt beim Slend. Ist das hoffentlich alkoholfrei, denn du hast ja noch Fastenzeit. Ja, selbstverständlich ist das alkoholfrei. Und was ist der Grund für Marburger Pilz? Nur so. Das wird langsam ein bisschen, ist auch reichlich einfach mittlerweile. Naja, es wird langsam ein bisschen dünn mit den alkoholfreien Bieren, ne? Ja, aber wieso Marburger? Da kann man irgendwie sagen, der Marburger Bund. Unsere Anwälte zu ehren, die uns jeden Tag die Klagen vom Hals halten hier. Ganz genau, so habe ich mir's gedacht, ja. Oder ist der Marburger Bund, sind das die Ärzte? Sind doch die Ärzte. Aber auch die, denn es gibt keinen Tag, an dem ich nicht einen Arzt aufsuche. Helmut will sich jetzt auch eine Magen-Darm-Spiegelung machen lassen. Echt? Ja. Ja. Stimmt's, Helmut? Ja, mache ich. Ja, ich habe ihm empfohlen. Absolut ein Traum. Wirklich wahr, mit Schlafspritze. Und ich habe jetzt gehört, man schläft gar nicht, sondern man vergisst, dass man untersucht wurde hinterher. Verstehst du? Du bleibst wach und redest dich um Kopf und Kragen. Ja? Das ganze Ärzteteam wird reingewunken. Hört mal, was er alles erzählt. Ja? Und hinterher wachst du auf und weißt nichts mehr. Im Grunde der gleiche Effekt, wenn sie uns abends sehen. Gestern Abend sitze ich, wie gesagt, und habe eine eisgekühlte Flasche Rotwein in der Hand. Nein, ein warmes Pilz war gestern. So. Und sehe unseren Liebling des Monats, meine Damen und Herren, den Superstar des deutschen Fernsehens, Günther Jauch, ja, mit wieder 11 Millionen Zuschauer, Rekordquote, eine sensationelle Lehrerin da, die ziemlich weit kam, ohne überhaupt den ersten Joke in Anspruch nehmen zu müssen. Und dann passierte etwas, wo ich sage, RTL zeigt uns nicht, was wirklich in dieser Sendung passiert, meine Damen und Herren. Die schneiden das raus, die bearbeiten das hinterher. Aber wir haben die Originalabfolge der gestrigen Handlung. Sie sind jetzt bei der 16.000-Euro-Frage und haben noch alle drei Joker. Und Sie haben irgendwie einen ganz neuen Ton hier eingeführt. Nein, aber ich wollte mal sagen, Herr Jauch ist gar nicht so schlimm. Der verwirrt nicht, der hat auch mal einmal in der Woche seinen guten Tag. Und dann kann es einem richtig gut gehen. Das heißt, wenn Sie 16.000 geschafft haben, dann kommen Sie hier ganz anders rüber, oder? Dann geht mir ein, plumpsen mir mehrere Steine vom Herzen. Sie sprengen die Fesseln und lassen die Domina raus. Da findest du alle reizvoll, du kleine Sau, ne? Das hier, ja? Ja, ne? Das auch, ja? Der Beweis!
eindeutige Beweis. Herr Andrak hat das Buch von Michel Houellebecq gelesen. Plattform, worum geht's da eigentlich? Um Sextourismus. Ja, und zwar Lob des Sextourismus, habe ich gelesen. Ja, das ist, also es geht darum, dass ein bekennender Sextourist auch einem Tourismusunternehmen vorschlägt, doch das als komplette neue Sparte für Cluburlaub zu nehmen. Einfach organisierte Zuhälterei eigentlich. Ja. Ja. Sensation in Frankreich. So einen haben wir nicht, oder? Gibt es einen deutschen Houellebecq? Nein. Nein, gibt es nicht. Was schreiben unsere Autoren? Schöne Bücher, ja, aber krass. Oder so, Sextourismus bei Gras, hat man das je gelesen? Es gab Sextourismus nach der Blechtrommel. Ich bin hingefahren, weil ich dachte, man kriegt so die Brause aus dem Bauchnabel geleckt. Weißt du? Bist du nach Danzig gefahren? Ich wollte, aber dann habe ich die Fahrkarte nicht gefunden. Frag doch nicht so nach! Houellebecq, der Mann, der so raucht, ja, die tollsten Frauen, die schönsten Frauen in seinen Lesungen. Mhm. Und ich habe neulich ein Interview mit ihm gesehen, da lag er so auf kaputt zurechtgemacht auf einem Hotelbett mit Schuhen an. Das ist Houellebecq, mit Schuhen an auf dem Hotelbett. Das ist Houellebecq. Und ich sitze neulich im Zug, ja, und auf dem Bahnhof in Itzehoe gucke ich aus dem Fenster und sage mir, Donnerwetter, hat die Documenta schon angefangen? Der Zug hat in Itzehoe gehalten. Der Zug hat in Itzehoe gehalten. Ja. Und in Itzehoe steigen die Leute aus dem Zug und vertreten sich die Beine. Mhm. Und gehen auf und ab und auf und ab. Und dann steigen sie wieder ein. Der Bahnhof von Itzehoe, das wäre doch mal was für unsere Theater, oder? Eine 4-Stunden-Installation. Wird da eine Lok gewechselt? Ja, es wird noch eine Lok rangehängt, damit das den Berg hoch nach Sylt schafft. Nein, da wird die Diesellok vorgehängt. Ja, ich kann es zeigen. Hier, ich zeige es. Das schenke ich euch. Documenta, könnt ihr umsonst haben. Der Bahnhof von Itzehoe. Ohne Jackett, weil man hat sich ja bequem gemacht auf den 18 Stunden schon im Zug. Und zwar in einem Abstand, als wäre es inszeniert. Ja? Weil der Zug 10 Minuten Aufenthalt hat, geht man auf und ab und vertritt hier die Beine. Ich nicht. Ich wollte auch, aber ich wollte mich nicht in diese Masse einreihen. Ja? Obwohl ich auch kein Blut mehr in den Füßen hatte. Sitze also drin und was lese ich? Die Zeit. Oh, wow. Die Zeit. Es war Donnerstag, auf langen Zugfahrten immer die Zeit. Und damals auch noch... Oh. Die Woche. So, und da lese ich hier diesen Artikel von Jens Jessen. Der große Jammer, ein Meister und sein Epigone, Joris Karl Wismans und Michel Houellebecq. Hier, aus Anlass des Romans Plattform. Heb mir diesen Artikel auf, weil du weißt, man kann es immer mal brauchen. Oder in unserer Show kann man alles immer mal brauchen. Habe ihn wieder vergessen, wusste nicht, dass Huysmans heißt, sondern dachte Huysmans und dachte, es wäre ein mittelalterlicher Kirchenkritiker oder sowas. Ja? Kürzlich sehe ich dann Iris Radisch in dieser Dreisatzsendung, wie heißt die, Kulturzeit. Ja? Und natürlich Huysmans, und wie sie dieses Huysmans so weggesprochen hat, denke ich mir, bling, hoppla, das ist einer, den die Studierten kennen. Ich kenne ihn natürlich wieder nicht, ja? Nie gehört. Huysmans, Huysmans, Joris Karl Huysmans. Und hier schreibt Paul Valéry, den kennt man, oder? Naja. Paul Valéry schreibt, Achtung, gleich hab ich's. Ein großer Schöpfer von Abscheu, empfänglich für das Schlimmste, dürstend nur nach dem Übermäßigen, unglaublich leichtgläubig, mit Leichtigkeit allen Scheußlichkeiten zugänglich, die man sich beim menschlichen Wesen vorstellen kann. Dachte mir, das ist der Mann für unsere Show. Klar. Ja, allem Hässlichen, Scheußlichen zugänglich. Und hebt den Artikel auf, vergesse es wieder. Ja. Ja. So, Sonntag lese ich in der FAZ im Reiseteil einen Artikel von Alain de Botton. Alain de Botton hat ein Buch geschrieben, sozusagen die Welt mit den Augen von Proust lesen. Mhm. Genau das Richtige für mich. Ungefähr so tickt die wichtigsten Proust-Zitate. Ja? Du brauchst dich nicht mehr durch diese ganze auf der Suche nach dem verlorenen Dings, du weißt, wovon ich rede, ja? mehr zu quälen, sondern du siehst einfach Proust. Alain de Botton, ein hochgebildeter junger Schweizer, der in London lebt, schreibt auch über Huysmans. Also sage ich mir, dieser Huysmans,
Den muss ich jetzt mal lesen. Wo gibt's denn das? Und wo gehe ich hin als Internetfreak? Du hast erraten, ich gehe ins Internet. Nee, hätte ich jetzt nicht Buchladen angerufen. Ja. Klick mal an, Google, wie Buchladen sonntags. Ach so, sonntags. Ja, klick mal an, Google j.k.wismons. Wismons mit seinen beiden Knallerbüchern gegen den Strich und das ist das Bild und das sind die Buchstaben. Ja, gegen den Strich und hier. Tief unten. Eines soll noch besser sein als das andere. Und ich habe es noch nicht gelesen, aber es ist so klein gedruckt. Jetzt, wo ich gerade hier diese Gleitsichtbrille eventuell bald kriege, ja? Da gibt es doch schon andere Ausgaben, oder? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube, es gibt nur das. So, hast du Wismons? Also J.K. Wismons. J.K. Ja, J.K. J.K., da ist doch keine Behinderten-Talkshow. Es geht um J.K. Jury Karl. Ja, das habe ich eingegeben. Wismons, ja. So, und jetzt geh auf die zweite Seite von Google. Ja. Kupf mal auf die zweite. Und? Oh, das ist so. Ja, jetzt kommt da unten Fans. Wismann ja, Fans. Warte mal, ich bin noch nicht auf der zweiten. Auf der zweiten? Ist das dieser geile Pfeil? Ja, das ist der super Pfeil. Was ist das denn? Sogar bei meinem Computer, ja, wo entweder eine Büroklammer auf dem Fahrrad wegfährt oder Einstein winkt, klappt die zweite Seite. Ist das dieser neue Pfeil? Ja. Ist das dieser tolle Pfeil, den wir gebastelt haben, um die Müllverbrennungsanlage zu sehen? Der versagt, wenn ich die Seite des Königs der dekadenten Literatur in Frankreich aufrufe. Ja. Alles, weil das hier alles übertechnisiert ist. Ich habe gesagt, warum fahren wir nicht von Haus zu Haus? Ich klingel und erzähle Ihnen die Witze an der Tür. Nein, Kameras, leg! Hast du's? Das ist alles Englisch. Was? What? Ja, guck mal, also das ist jetzt zweite Seite unten. Ja, da steht Wismans Fanlist. So, jetzt geh da drauf. Okay, anklicken, ja? Anklicken, ja. So, und jetzt kommen wir auf eine, wie ich finde, sensationelle Seite. Diaryland. Ja. Und zwar, these are the users who have J.K. Wismans listed as one of their favorites. One member. Nichts für die breite Masse, wie du siehst. Ja? Freud's Faith, ja? Und geh auf Profile. Und das ist fantastisch. Ja, weil, hier, das finde ich absolut gut. Sie stellt sich vor, seine Frau, die in Paris lebt, mit overmedicated and understimulated, meine Damen und Herren. Welcome to Pro7-Sat.1 Media. Overmedicated and understimulated. Witty prose from the life and times of a real life, holy go lightly, only I live in Paris. Wir wissen, Audrey Hepburn in Frühstück bei Tiffany. My name was never Lula May. Lula May habe ich gesucht im Internet, kommen die Ahnentafeln über 40 Generationen von Leuten aus North Dakota. Irgendwie. Weiß ich nicht, wer das sein soll. I'm smarter than she was and I would never do something so corny as to sing Moon River on my fire escape. Das ist richtig, wo Audrey Hepburn da im Fenster sitzt und singt Moon River. Und jetzt kommt mein Lieblingssatz. And what the hell is a Huckleberry friend anyway? Das habe ich auch nie gewusst. Das kommt nämlich in diesem Lied. My Huckleberry friend. In dem Text von Moon River. My Huckleberry friend. Ich weiß es auch nicht. So. Und jetzt geh langsam runter. Das sind Favorite Diaries. Das sind andere Leute. Mehrere reingegangen. Alle spitze. Und jetzt zeigt sie unten, und das ist das Entscheidende, Lieblingsbücher und Lieblingsmusik. Ja. Wismos. Mein Gott, mein Gott, man macht das Blau weg. Okay. Hier. Musik, das ist deine Welt. Kennst du das? Pink Martini? Beck kennt man. Ja. So. Pink Martini kenne ich nicht, nein. Kennst du nicht. Lieblingsfilm ist Citizen Kane, Henry and June und lies, was ich schreibe. Features Uma Thurman kissing a girl who looks like a little bit like me. Und das ist diese, ich glaube, halb Chinesin, halb Amerikanerin in diesem Film. Nein. Bitte? Wer? Nein, die Uma Thurman Kiss, so sieht sie also. Und one of the many reasons I love it. Und hier unten Lieblingsbücher, my favorite authors. Scott Fitzgerald ist klar. Weiter, schneller. Oscar Wilde. Mach das blau weg!
Aha. Oscar Wilde, my idol. I tried to live my life as he did, only minus the messy public scandals and prison time. Viel bleibt da nicht mehr. Ja? Und Wismos. Und das Tolle ist, jetzt gehen wir hoch auf die anderen, die sie empfiehlt. Geh hoch. Ja, hier, wohin? My favorite, geh auf Smarty Pants. Profile. Wo bist du jetzt? Smarty Pants, das vierte, der dritte. Ja, Smarty Profile. Pants. Profile? Ja. Pro Licking. Hier. Mhm. So. Und das ist geil. Und schau dir das an, das finde ich großartig. I can't guarantee drama, but I do update rather frequently. Oh, and here's a joke. Und das mein, ich habe mich weggeschrien. What do you call cheese that doesn't belong to you, my dear English teachers? Answer, nacho cheese. Oh, I love that one. Das ist absolut großartig. And if you sit now at home and have your English book Learning English Part 59 and say, cheese that doesn't belong to me, nacho cheese. What? Where is it funny? What the fuck about your pronunciation? Do it the Joe Pesci way. Sage nicht, not you, sondern nacho cheese. This not is nacho cheese. Not your cheese. Yeah, this is nacho cheese. Und Nachos sind ja diese Chips für Halbintellektuelle. Ja? Die Besserverdiener und die modernen Menschen. Gibt's in jedem Multiplex-Kino. Ja, und wir gehen ins Multiplex, die Halbintellektuellen. Ja. Nacho, not cheese that doesn't belong to you. Not you cheese, nacho cheese. This is my cheese, this is not you cheese, this is nacho cheese. This is nacho cheese. Sensationell. Und das ist genau der Humor von diesen Leuten, das finde ich großartig. Und du kannst es anklicken, wer du willst. Und diese Frau, ja, Freud Faith, die hat auch ein geh mal auf das Diary von ihr. Zurück, der Teil, der nach links zeigt. Ja, wie, was? Go to front, oben, back. Ja, zurück. Zurück. Okay. So. Und and go, ja. Now go to hoch. Hoch, hoch, ja. Hoch. No, hoch. Roll die Seite hoch. Go to her diary. Was willst du denn von mir? Dass man in ihr Tagebuch geht. In ihr Tagebuch. In ihr Tagebuch. No, das ist Jenny. No. Eine andere. This is nacho cheese. Nein, das ist Jenny. Du musst wieder zurück auf die erste, auf die. Ach, noch eine zurück. Ja, dann sag noch eine doch. Zurück. Ja, so. So, and jetzt go to her diary. Okay, ja, das diary. Ist ja klar. She lives in Paris und sie scheint in der Modebranche zu arbeiten. Ja. Wow. Go runter, because 11. März, ganz aktuell, gestern letzter Eintrag. Scheiße. So many parties und so weiter und so weiter und so weiter, but. Today I blew off this party that Mick Jagger showed up. Eine Party in Paris anlässlich irgendwelcher Ausstellungen von Modefummel, wo Mick Jagger aufgetaucht ist. Und jetzt auch ein toller Satz. Here's the thing. He's old, but he's Mick Jagger. Ja? Und jetzt fahren wir diese Seite ganz runter. Ja, gerne. Denn sie sucht einen Mann in Paris. Sie sucht einen Mann. And look at this. Also, vorletzte, unten. Unten! Achso. This is nacho cheese! Yeah. Also, I'm hoping to find my future husband. And I'm not wearing a bra. Not that the two have. Not that the two are necessarily related. Ich hoffe, ich treffe meinen zukünftigen Ehemann. Ich trage keinen BH. Nicht, dass das eine unbedingt was mit dem anderen zu tun hätte. Wir sollten mit dieser Frau Kontakt aufnehmen. Ja, klar. Über E-Mail. Ja, gerne. Oder wie das geht. Ich weiß nicht, wie E-Mail geht. Anrufen. Wie denn anrufen? Ist da keine Telefonnummer? Ja, und da gibt es noch eine andere Seite. Das können wir morgen machen. Das können wir morgen machen. Es gibt noch eine andere Seite bei der Usements. Das ist Google-Seite 8. Das ist die University of Notre Dame. Und ich dachte, er ist seit Paris, aber es muss eine Universität irgendwo in Amerika sein. Das komplette Vorlesungsverzeichnis, da könnte Nathalie mal hinfahren. Französische Literatur, Dekadenz und so weiter, Weltuntergang. Verstehst du? Da auch der Zusammenhang mit der menschlichen Makel. Ach, Philip Roth. Mit diesem wahnsinnigen Anfang im dritten Kapitel. Guck, dieser erste morgen, Satz, ne? Müssen wir morgen machen. Ist auch zu hart, kann man vielleicht öffentlich gar nicht vorlesen. Echt? Wenn Sie das Buch zu Hause schon haben, das dritte Kapitel von Der menschliche Makel, der erste Satz, wo diese Studenten auf dem Campus unter dem Baum sprechen, wo der Hauptdarsteller Coleman Silk vorbeigeht und sie hört. Es geht um Bill Clinton und Monica Lewinsky und eine Alternative zu Oralsex, die für Clinton günstiger gewesen wäre.